jetzt kann ich mich auch sehen. Bonjour, Monsieur, Dame, c'est les femmes et les œufs, on ne veut pas mourir à l'hôpital. Good morning, this is Runelex, we don't want to die in hospital. Frauen und Eisprung, wir wollen nicht im Krankenhaus sterben. Hier war die Betreuungs-CD, DVD drin, die Hülle kann ich wieder verwenden. Ich habe meine CDs gefunden. Die lagen ganz oben auf dem Schrank. Wenn ich auf dem Stuhl sitze, kann ich nicht sehen. So. Thema ist Patientenverfügung und Frühstück. Ich habe mir ein gesundes Frühstück gemacht und den Kaffee geschlappt. Und auf die Hose ist es auch. Ich habe von meiner Mutter das Auto geliehen bekommen. Das heißt, ich muss nicht den Kaffeefleck auf der Hose im Bus stellen. Das ist doch schon mal was. Das Problem ist, wenn man die Melodie von Pink Panther im Ohr hat, kommt man nicht mehr auf die von Der dritte Mann. Sollte ihr mal ausprobieren. So geht die, glaube ich. Wenn ihr euch das anhört und ihr macht danach 3-4 Mal. Kommt ihr nicht mehr auf die Melodie. Ist total interessant. Ich mag solche Experimente. So, also, ich habe hier ein Tomatenbrot und Kaffee, den ich schon halb verschüttet habe. So, ich wollte das Tomatenbrot zeigen. Ich habe mich festgestellt, ich habe einen dicken Bauch auf den Videos. Außerdem sitze ich hier so und man hat immer den Eindruck, ich könnte nur die Arme bewegen, nicht den Rest des Körpers. Und die Glatze beginnt immer weiter zu wachsen. Männer sind heiter, liebe Damen. Nur halt anders. Die trinken lieber Bier, achten auf, nicht so auf ihr Gewicht. Aber die haben Angst vor Haarausfall. So. Thema ist Patientenverfügung und es gibt das Buch, das Vorsorgehandbuch, was jetzt unter jede Menge anderen Büchern liegt. Deshalb zeige ich das jetzt nicht. Und das Buch Patientenverfügung. Und in diesem Buch Patientenverfügung wollte ich jetzt nicht weiter im Text machen. Sondern ich wollte auf die Tabelle auf Seite 24 eingehen und da steht Vollmacht und Verfügungen auf einen Blick. So. Damit man versteht, was ich, das hier ist eine Zeile, das hier ist eine Spalte. So, am Anfang gibt es eine Spalte ohne Überschrift. Und die Zeilen, das sind die, kriegen Namen. So, die anderen Spalten haben 3 Überschriften, weil es 3 weitere Spalten gibt.
einmal die Patientenverfügung, die Vorsorgevollmacht und die Betreuungsverfügung. So. In der ersten Zeile steht vorne gerichtet an. Und wenn man sich das mal genau anguckt, dann wird einem relativ gut klar, was der Unterschied zwischen einer Patientenverfügung, einer Vorsorgevollmacht und einer Betreuungsverfügung ist. So. Lecker. Hier ist übrigens so verkokeltes Brot. Ich mag das ganz gerne. Ich habe da nur Butter drauf geschmiert. Eine Tomate aufgeschnitten und das Ganze gesalzen. Ich habe eben schon eins im Stehen gegessen. Das ist das zweite. Wir waren mal gerichtet an. Eine Patientenverfügung ist gerichtet an Ärzte oder einen Arzt, Pflegekräfte und andere Therapeuten. Eine Vorsorgevollmacht ist gerichtet an bevollmächtigte Personen und eine Betreuungsverfügung ist gerichtet an das Betreuungsgericht, die Betreuer. So. Also. Was mir noch nicht ganz klar ist an der Stelle, ich meine, das hilft, wenn man weiß, an wen das gerichtet ist. Die Patientenverfügung steht so ein bisschen neben der Vorsorgevollmacht und der Betreuungsverfügung. Bei der Betreuungsverfügung geht es auch immer um ein Betreuungsgericht, deshalb steht das auch vor dem Betreuer, glaube ich. Der Betreuer wird nämlich vom Betreuungsgericht kontrolliert, habe ich schon gelernt. Deshalb wäre das auch meine Wunschkonstruktion. Vorsorgevollmacht bekommt halt eine bevollmächtigte Person, der sollte man vertrauen, denn die wird, glaube ich, so nicht kontrolliert. So. Dann kommt der Anwendungsbereich. Ich bin gleich fertig mit dem Essen. Das war lecker. Das Problem ist, so ein Tomatenbrot hält bei mir höchstens 1,5 Stunden vor. Ja, nur 1 Stunde. Ich habe den Eindruck, dass ich jede Stunde eins essen müsste. Damit
Der weiße Riese. So. Der Anwendungsbereich der Patientenverfügung, das ist die zweite Zeile, sind medizinische Angelegenheiten. Die Gesundheitssorge, nicht die Gesundheitsvorsorge, sondern die Gesundheitssorge. Habe ich noch gar nicht gesagt, was das ist. Ich glaube, das Wort gefällt mir. Die Vorsorge, der Anwendungsbereich der Vorsorgevollmacht ist alle oder spezielle Angelegenheiten. Da kann kein Mensch was anfangen. Zum Beispiel Gesundheitssorge, finanzielle Angelegenheiten. Also die Vorsorgevollmacht deckt auch die Patientenverfügung ab, denn es geht um alle Angelegenheiten oder um spezielle. Man liefert sich demjenigen aus, wenn man dem eine Vorsorgevollmacht ausstellt. Mehr oder weniger. Bei vielen Richtern ist der Gedankengang auch nahe, der darf sich um die Penunsen, also das Geld, kümmern. Der darf sich auch um alles andere bei den Menschen kümmern. Das ist nicht gut. Ich würde die Finger von Vorsorge voll machen lassen. Ich würde auch Rechtsanwälten nicht so ohne weiteres ein Mandat erteilen, wo die mich vertreten dürfen. Das sollte immer eng begrenzt sein, dieses Mandat. Das kann man den Hayupais auch gut klar machen. Ansonsten haut man den am besten direkt auf die Ohren, manchmal verstehen die nichts anderes. Und mit angeblichen Rechtsanwälten ist es noch viel schlimmer, glaubt es mir. So, die Betreuungsverfügung gilt für ganz bestimmte Bereiche, nämlich Bereiche, für die gesetzliche Betreuung notwendig ist, die es eingerahmt, eingemauert, umfasst. Die ufert nicht so aus. Deshalb ist das Mittel meiner Wahl. Ich möchte gar keine Vorsorgevollmacht ausstellen. Ich habe das auch noch nie getan. So. Geschäftsfähigkeit der Verfügenden erforderlich? Nein, aber Einwilligungsfähigkeit und Volljährigkeit bei der Patientenverfügung. Aha. Also wenn man eine Patientenverfügung aufgeben will, muss man nicht geschäftsfähig sein, aber volljährig, und die Einwilligungsfähigkeit muss gegeben sein. Das heißt, was das heißt, habe ich dem Vorsorgehandbuch schon entnommen. Bei der Vorsorgevollmacht muss man geschäftsfähig sein und bei der Betreuungsverfügung muss man nicht geschäftsfähig sein. In Kraft treten. Bei jeder medizinischen Behandlung und Pflegemaßnahme, sehr schön. Ich habe mal vor Jahren eine Patientenverfügung verfasst, da kann sich aber keiner mehr erinnern. Die liegt auch in einem Notariat, die liegt auch bei einem Rechtsanwalt. Es wird denen auch immer gesagt, dass die da ist, aber kein Schwein erkundigt sich danach. Und mir ist die weggenommen worden. Das ist das Allerschlimmste daran. Deshalb schreibe ich jetzt eine neue. Vorsorgevollmacht tritt sofort in Kraft. Entsprechend den Formulierungen im Innenverhältnis. Das Problem ist, man stellt einmal einen Blankoscheck aus und der Rest wird im Innenverhältnis geklärt. Zu gut Deutsch, im Zweifelsfall kann man nichts anderes mehr machen, als den Typen, dem man die Vorsorgevollmacht erteilt hat, auf die Fresse hauen, bis der das tut, was man eigentlich von ihm will. Ist leider wirklich so. Ich würde von Vorsorgevollmachten so dermaßen die Finger lassen, liebe Jungen und Mädchen, das kann man sich gar nicht vorstellen. So, die Betreuungsverfügung gilt ab Einrichtung der Betreuung. Man findet im Internet so YouTube-Videos von Rechtsverdrehern, wo dann da so eine Muschi sitzt und sagt: Zuerst einmal möchte ich sagen, Vorsorgevollmachten sind etwas Gutes. Und ich möchte an der Stelle sagen, nein.
Ich würde sowas nie tun. Mehr sage ich dazu. Patientenverfügung, handschriftlich unterschrieben. Hand in Frage, Klammern, man kann die mit dem Computer schreiben, habe ich auch dem Vorsorgehandbuch entnommen. Ich habe das Ding damals sogar abgepinnt mit der Hand und das hinten an die mit dem Computer geschrieben und dran getackert. Der erste Arzt hat direkt geschrieben, damit ist das Ding ungültig. Bis heute weiß ich immer noch nicht. Warum? Vorsorgevollmacht schriftlich, eventuell ist eine notarielle Beurkundung sinnvoll. Was das ist, wurde auch schon mal erklärt. Dann verdient noch einer mehr mit dran. So. Betreuungsverfügung der Form halber schriftlich, eventuell ist eine Beglaubigung sinnvoll. Das stand auch schon hier, was das ist. Oder in dem anderen Buch, ich weiß es gar nicht. Ich habe es auf jeden Fall schon erzählt. So, ich finde es jetzt nicht so schnell. So, die Widerrufsmöglichkeiten. Jetzt geht's nämlich los. Die Widerrufsmöglichkeiten bei der Vorsorgevollmacht sind schriftlich und nur bei Geschäftsfähigkeit. Man liefert sich so dermaßen den Menschen aus, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen. Und ich möchte an der Stelle sagen, Menschen sind Individuen, die sich von anderen Menschen abgrenzen sollen. Deshalb, liebe Jungen und Mädchen aus Höchscheid, lasst die Finger von Vorsorgevollmachten. Vorsorgevollmachten sind sinnvoll. An der Stelle kann ich mein Notebook auffressen, wenn ich sowas dann da im Video sehe. Ist wirklich so. Ich habe hier ein Geschwür. Das kommt von solchen Aussagen. So, die Widerrufsmöglichkeiten von der Patientenverfügung sind relativ weitreichend. Jederzeit auch mündlich, aber auch bereits durch Gesten und andere Äußerungsmöglichkeiten. Das heißt, es reicht, wenn man einmal so macht, die Augen von links nach rechts bewegt, wenn man das nicht möchte, oder von oben nach unten, wenn man es möchte. Man kriegt auch von dem Arzt erklärt, wie das im Zweifelsfall geht. Man kann mit dem Finger, kleinen Finger zustimmen oder ablehnen, die Möglichkeiten sind relativ weitreichend. Deshalb finde ich das Werkzeug, ich hätte jetzt beinahe Englisch Tool gesagt, das Werkzeug Patientenverfügung so sinnvoll. Die Betreuungsverfügung kann jederzeit widerrufen werden. So, bei der Patientenverfügung gibt es keine Kontrolle. Deshalb ist es sinnvoll, die zusammen, das habe ich mittlerweile auch verstanden, in der Betreuungsverfügung aufzusetzen. Dann kontrolliert der Betreuer insofern die Ärzte und das Pflegekräfte und andere Therapeuten, als dass zusammen der mutmaßliche Wille ermittelt wird. Und bei der Vorsorgevollmacht gibt es keine Kontrolle, eventuell Kontrollbetreuer, als ob es da einen geben würde. Man liefert sich einem anderen Menschen komplett aus. So was ist was für Masochisten, die sterben wollen. Allen anderen würde ich das nicht empfehlen. Also, liebe Jungen und Mädchen aus Höchscheid, lasst die Finger von Vorsorgevollmachten. Ich kann es nur immer wieder sagen. Und bei der Betreuungsverfügung kümmert sich ein Betreuungsgericht darum.
Nutzung von Vordrucken. Bei Betreuungsverfügung steht da nicht empfehlenswert. Man soll die in eigenen Worten verfassen. Ich habe damit angefangen, indem ich Fragen abgeschrieben habe. Diese waren vorgegeben, das sind nicht meine eigenen Worte. Aber was ich in Rot darunter geschrieben habe, das sind meine eigenen Worte. Ich muss wahrscheinlich das dann auch mal mit einer Fußnote kenntlich machen, dass es sich um meine eigenen Worte handelt. So. Hier steht doch, was eine Beglaubigung ist und was eine Urkunde. Ich lese das auch noch vor und dann bin ich auch schon durch mit der Tabelle Verfügung, Vollmacht und Verfügung auf einen Blick. Die Tabelle finde ich gut. Sowas fehlt in dem Buch hier leider. Also wenn man das Vorsorgehandbuch noch ein bisschen verbessern möchte, könnte man so eine Tabelle damit reinnehmen. Ich stehe auf sowas. So. Oder ist die da drin? Ich guck mal gerade nach, sowas interessiert mich. Jetzt kommt wieder die Didaktik in mir durch. Ich habe auch noch 7 Minuten auf der Heiruhr. Hier sind, glaube ich, gar keine Tabellen drin, aber diese Checklisten sind da drin. Ganz ehrlich, im Zweifelsfall lohnt sich der 10er wahrscheinlich sogar wegen der Tabelle. Naja. Bei den schönen gebrauchten Büchern, die hier auf dem Tisch liegen, sollte man auch ein bisschen vorsichtig mit den Getränken sein. Der kommt da was dran. So. Jetzt, was ist eine Beglaubigung, was ist eine Beurkundung? Eine Beglaubigung bestätigt lediglich die Richtigkeit der Unterschrift. Bei der notariellen Beurkundung muss der Notar sicherstellen, dass alle Beteiligten den Inhalt der Vereinbarung kennen, sowie den Vollmachtgeber über die rechtliche Tragweite seiner Wünsche belehren und prüfen, ob das Geschriebene eindeutig den Wünschen des Vollmachtgebers entspricht. Okay. Eine Beurkundung kann nur erfolgen, wenn der Notar von der Geschäftsfähigkeit der Beteiligten überzeugt ist. Also ohne Geschäftsfähigkeit und der Überzeugung des Notars, dass Geschäftsfähigkeit vorliegt, keine Beurkundung. So. Und ansonsten hat der Notar bei der Beurkundung noch Pflichten. Nämlich, der muss sicherstellen, dass alle Beteiligten den Inhalt der Vereinbarung kennen. Normalerweise tut er das, indem er das vorliest. Der Vollmachtgeber muss über die rechtliche Tragweite seiner Wünsche belehrt werden und prüfen, ob das Geschriebene eindeutig den und der Notar muss prüfen, ob das Geschriebene eindeutig den Wünschen des Vollmachtgebers entspricht. Das ist bei der notariellen Beurkundung einer Vollmacht und bei ja das Wesentliche, was der Notar zu tun hat. Die wissen sowas, aber die sind hochqualifiziert. So. Ich habe noch 4 Minuten auf der Eieruhr, ich mache aber trotzdem jetzt schon Schluss, weil ich heute noch was vorhabe. Also, tschüss. Deshalb habe ich auch beim Aufnehmen gegessen. Ich wusste auch, dass die Tabelle sonst nicht über eine ganze Sendung trägt. Tschüss.